Hey Leute, wir berichten live vom DBWK 2018 Backstage. Das ist Laura und ich bin Lisa. Wir sind schon super aufgeregt, also falls ihr irgendwelche Tipps für uns habt, schreibt es bitte einmal kurz in die Kommentare. Ansonsten freuen wir uns mega auf euch, also bis gleich. Tschüss. Ja, tschüss und bis gleich. Keine Ahnung, ich tue falsch. Hättest du dir vor 10 Jahren vorstellen können, dass man über eine App live gehen kann? Dass Hunderte von Menschen sehen können, was du gerade am anderen Ende der Welt in diesem Moment erlebst? Um ehrlich zu sein, nein. Wenn man mal darüber nachdenkt, ist das echt eine große Entwicklung, oder? Ich meine, über Social Media. Social Media gibt uns die Möglichkeit, mit verschiedensten Leuten auf einfachster Ebene in Kontakt zu treten. Durch Social Media können wir uns überall zu Wort melden und auch daran beteiligen. Für Unternehmen ist das auch sehr wichtig. In der heutigen Zeit ist alles sehr schnelllebig und anonym. Aber Social Media gibt Unternehmen und auch uns die Möglichkeit, wichtige Momente mit anderen zu teilen. Damit kann man menschliche Nähe erzeugen. Und die Zielgruppe kann in Echtzeit Informationen bekommen, die einen wirklichen Mehrwert bedeuten. Durch diese Interaktion entsteht eine Verbindung zwischen Konsument und Unternehmen, die viel persönlicher ist als jedes Kontaktformular. Und genau diese Verbindung haben unsere Finalisten mit ihren Kampagnen auf Social Media geschaffen. Deswegen möchten wir sie Ihnen jetzt vorstellen. Film ab! ADAC. Als Club und Dienstleister kümmern Sie sich um die Sicherung und Weiterentwicklung der Mitglieder im Rahmen der individuellen Mobilität. Das Ziel? Die Bekanntheit und Relevanz bei den Menschen zwischen 15 und 30 Jahren zu steigern. ADAC launchte die rein digitale Image-Kampagne Don't Call Mom, Call ADAC. Im Rahmen der Kampagne wurden Sie für 6 Wochen per WhatsApp zum Mama-Ersatz. BVG. Die Berliner Verkehrsbetriebe sind Deutschlands größtes Nahverkehrsunternehmen. Mit ihrer Kampagne nutzten sie die Chance und erstellten eine U2-Experience. Die irische Kultband U2 trat in der gleichnamigen U-Bahn-Linie auf. Per Facebook-Livestream konnten Fans auf der ganzen Welt den Gig in der U2 und ein Überraschungskonzert auf dem Bahnsteig mitverfolgen und über ihre Netzwerke teilen. Ernst & Young GmbH. Weltweit zählen sie zu den größten Wirtschaftsprüfungsgesellschaften. In den Bereichen Wirtschaftskriminalität, Forensik sowie Korruptionsbekämpfung liegt ihre Expertise. Ihre Funktion als IT- und Cybersicherheitsberater stärken sie mit der Kampagne #CyberMonday. Im Stil einer Rabattanzeige wurden der Zielgruppe die eigenen Studienergebnisse zum Thema Datenklau veranschaulicht. Otto. Die Otto GmbH ist eines der erfolgreichsten E-Commerce-Unternehmen Europas und Deutschlands größter Online-Händler für Möbel und Living. Parallel zur Erweiterung des Größensortiments rief Otto 2015 Soulfully, ein Corporate-Blog für kurvige Frauen, ins Leben, der als Plattform in Sachen Plus-Size und Size-Diversity dient. Im Vordergrund steht dabei die Erweiterung gängiger Schönheitsideale. Samsung. Vom Hersteller kleiner Schwarz-Weiß-Fernseher zum Weltmarktführer in den Bereichen Fernsehgeräte, Smartphones und Speicherchips. Samsung Electronics eröffnet durch innovative Technologien stets neue Möglichkeiten. Die Kampagne Langsam was Schnelleres soll nicht technikaffine Personen über die Vorteile von SSD-Speichermedien informieren und ihnen die Angst vor einem Speed-Upgrade nehmen. S-Bahn Hamburg. Als zweitgrößtes Verkehrsunternehmen in der Metropolregion Hamburg verlosten sie zur Vorweihnachtszeit limitierte Tickets für einen Secret-Gig, der schöne, besinnliche Stunden mit einem geliebten Menschen versprach.
Dabei rückte in den Fokus, was das Unternehmen mit dem Transport von jährlich rund 277 Millionen Fahrgästen eigentlich bewirkt. Menschen zusammenbringen. Das waren viele tolle Beispiele unserer Finalisten. Sie alle zeigen, wie gute Kundenbindung auf Social Media funktionieren kann. Aber unser Gewinner ist noch einen Schritt weiter gegangen. Es ist eben nicht nur damit getan, auf Social Media aktiv zu sein, sondern man muss den Kanal auch pflegen und seinen eigenen Stil entwickeln. Und genau das hat unser Gewinner geschafft. Und das mit Witz und Seriosität. Er hat nicht nur aktiv kommuniziert, sondern er wurde für seine Zielgruppe zum Berater und gleichzeitig zum Freund. Damit hat er gezeigt, dass Social Media viel mehr sein kann als nur ein schnelllebiger Kontaktkanal. Der Gewinner in der Kategorie Social Media ist Samsung! Herzlichen Glückwunsch. Wunderbar. Ich habe auch an Sie noch mal ein paar Fragen. Was hat Sie denn dazu bewegt, hier an der Verleihung teilzunehmen und auch sich zu bewerben? Das ist eine sehr gute Frage. Nein, wir wurden... Danke. Nein, wir wurden natürlich angeschrieben, dass unsere Werbemaßnahme auffällig war und in dem Zuge wollten wir uns natürlich das nicht entgehen lassen, uns natürlich auch hier präsentieren zu können, wenn es natürlich die Möglichkeit gibt, was wir dann letztlich auch getan haben. Und haben Sie damit gerechnet, dass Sie heute als Sieger nach Hause gehen? Um ehrlich zu sein, nein, weil das, was hier die Kollegen gezeigt haben, ist natürlich schon auch tatsächlich wirklich High-High-Level, von daher wirklich ganz herzlichen Dank, dass das hier so funktioniert hat und dass wir hier mit dem Preis nach Hause gehen können. Herzlichen Glückwunsch nochmal. Dann brauchen wir noch ein Foto? Ja, gut, dann kommt dazu. Das ging schnell. Vielen Dank. Ihr Applaus nochmal und weiterhin einen schönen Abend.